Wir bleiben bei den politischen Themen. Die Landwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Immer mehr Menschen fordern weniger Pestizide, unter anderem bei der Produktion von Früchten und Gemüse. Auf der Agenda steht auch eine entsprechende Initiative, die sogenannte Trinkwasserinitiative. Laut dieser sollen nur noch die Bauern Unterstützung vom Bund bekommen, die auf Pestizide verzichten. Im Mai 2020 stimmt das Volk ab. Für die Bauern und für Politiker und Politikerinnen ist die Initiative schon jetzt ein Thema mit Explosionspotenzial. Ich bin Stefan Brunner, 33, du hier in Speis, der Eichhof, zusammen mit meiner Familie in der 6. Generation bewirtschaften. Wir machen viel Direktvermarktung, streben eine regenerative Landwirtschaft an. Darum nimmt es mich Wunder, wie steht ihr zu der Trinkwasserinitiative? Die Trinkwasserinitiative ist gefährlich für die Landwirtschaft. Sie würde die landwirtschaftliche Produktion drastisch reduzieren. Die Pflanzenschutzmittel sind notwendig, wir müssen sie aber besser kontrollieren, um ihre Wirkung auf die Umwelt zu reduzieren. Ich unterstütze die Trinkwasserinitiative, vor allem weil es mir wichtig ist, dass nicht viel Pestizide in die Umwelt gelangen und namentlich nicht ins Trinkwasser gelangen. Sonst müssen wir wieder viele finanzielle Mittel einsetzen, um das Trinkwasser aufzubereiten. Die Initiative hat ein Ziel, das ich unterstütze. Ich bin aber enttäuscht, dass es keinen Gegenentwurf gibt, weil man nicht vom einen Tag auf den anderen eine Anzahl Landwirte in Ruin treiben kann. Ich hoffe, dass der Ständerat einen Gegenentwurf formuliert, der die biologische Landwirtschaft fördert. Ich lehne die Trinkwasserinitiative ab, weil sie viel zu extrem sind. Damit man weniger Pflanzenschutz verbraucht, müssen die Ansprüche vom Handel und von den Konsumenten zurückgeschraubt werden, besonders bei Obst, Gemüse und Beeren. Gerade im Seeland sind im Moment Trinkwasserwerte sehr alarmierend. Ich setze mich ganz klar für Trinkwasserinitiativen ein. Ich bin der Meinung, dass Subventionen die Bauern sollen bekommen, die auf Pestizide und Antibiotika verzichten bei ihrer Produktion. Auch in der Landwirtschaft gibt es Fehlanreize. Nach wie vor gelangen 2000 Tonnen Pestizide in die Landwirtschaft und das mit Subventionen, sprich Direktzahlungen. Wenn kein Gegenvorschlag kommt von Bern, dann wird die Trinkwasserinitiative unterstützen. Wasser und Trinkwasser ist eines unserer wichtigsten Güter in der Schweiz. Wir hängen alle davon ab und es darf nicht mit Pestiziden verschmutzt werden oder mit anderen Sachen vergiftet. Und darum ist klar, es braucht Schutz. Ich lehne die Trinkwasserinitiative ab. Sie geht zu weit. Sie gefährdet unsere Landwirtschaft und unsere Ernährungssicherheit. Der Bundesrat ist aber dran, die Risiken von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und den Trinkwasserschutz zu verbessern. Und das ist der richtige Weg. Damit sind wir am Schluss von unserer Wahlserie im Vorfeld der Nationalratswahlen. Alle Serieteile könnt ihr auf unserer Webseite www.telebilang.ch nachschauen.